Südlich der sächsischen Kreisstadt Weißwasser bei Dresden brennt der Wald. Bisher wurde eine Fläche von etwa 15 Quadratkilometern erfasst. Am Abend konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer sei auf einer Fläche von über 1000 Hektar eingegrenzt, hieß es. Löschhubschrauber sind weiter unterwegs. Mehr als 700 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen. Das Feuer war am Freitag ausgebrochen und zunächst gelöscht worden. Der Wind fachte es aber wieder an. Eine Räumung von Wohngebieten scheint, nachdem der Wind abflaute, nicht mehr nötig.